Viele Rentner genießen ihren Ruhestand im Ausland oder überlegen sich, ob das nicht eine gute Alternative zu Deutschland wäre. Die Sonne Spaniens, das Dolce Vita Italiens, was auch immer, im Ruhestand auswandern ist ein großer Trend. Was ist aber in Bezug auf die Steuer zu beachten? Muss ich dann noch in Deutschland Steuern zahlen oder im Ausland oder in beiden Ländern? Gute Frage. Bleibt dran, die Lösung erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dirk Rott und ich erkläre euch in diesem Video steuerliche Grundlagen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt das gerne nach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Frage, Wünsche, Anregungen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und wenn ihr auf die Glocke drückt, werdet ihr automatisch über neue Videos von mir informiert. Den wohlverdienten Ruhestand im sonnigen Ausland genießen, davon träume auch ich. Welches Land? Wie viele Sonnenstunden gibt es im Jahr? Wie viele Regentage? Wie groß muss die Finca sein? Alles wichtige Fragen, aber eine Frage, egal wie lästig sie auch sein mag, solltet ihr dennoch nicht außer Acht lassen. Wie ist es eigentlich mit der Steuer? Das heutige Video ist Teil meiner künftigen Auswandererreihe. In diesem Video erkläre ich euch die Grundlagen, in den kommenden Videos werde ich euch jeweils die steuerlichen Details für ein Land vorstellen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, in welches Land ihr auswandern möchtet oder bereits ausgewandert seid. Das berücksichtige ich dann gerne bei der Produktion künftiger Videos. Dieses Video ist in drei Bereiche aufgegliedert. Erstens Steuerpflicht in Deutschland ganz allgemein. Zweitens die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auf freiwilligen Antrag. Und drittens, wie wird die Doppelbesteuerung vermieden? Wenn ihr auswandert, seid ihr dann in Deutschland noch steuerpflichtig? Ob ihr als Rentner im Ausland in Deutschland noch steuerpflichtig seid, hängt von zwei Faktoren ab. A. Vom Wohnsitz und B. Vom gewöhnlichen Aufenthalt. Wenn ihr in Deutschland euren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt habt, dann seid ihr mit all euren Einkünften in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Zur unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland habe ich bereits ein Video produziert. Hier oben habe ich es euch nochmal verlinkt. Wenn ihr in Deutschland einen Wohnsitz oder euren gewöhnlichen Aufenthalt habt, dann bleibt es steuerlich bei euch alles beim Alten. Ihr seid in Deutschland unbeschränkt mit eurem Welteinkommen steuerpflichtig. Das bedeutet, ihr müsst in Deutschland weiterhin eure Steuererklärung abgeben und auch Steuern zahlen. Wenn ihr euch dauerhaft im Ausland aufhaltet, also grundsätzlich länger als 6 Monate bzw. 183 Tage und ihr auch keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habt, dann gilt dies als dauerhafter Auslandsaufenthalt. In diesem Fall seid ihr als Rentner in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig. Das hat für euch folgende Konsequenzen. Für euch gilt der Grundfreibetrag nicht mehr, eure Einkünfte werden also ab dem ersten Euro besteuert. Für euch gibt es kein Ehegattensplitting mehr, das bedeutet, auch wenn ihr verheiratet seid, werdet ihr steuerlich wie Ledige behandelt. Und ihr könnt keine außergewöhnlichen Belastungen wie Krankheitskosten und so weiter mehr geltend machen. Aber ihr müsst auch nur noch die Einkünfte in Deutschland versteuern, die im § 49 Einkommensteuergesetz abschließend aufgezählt werden. Bedeutet im Wesentlichen, Einkünfte aus dem Ausland müsst ihr nun nicht mehr in Deutschland versteuern. Bedeutet aber auch, dass eure deutsche Rente grundsätzlich in Deutschland steuerpflichtig ist. Wie es sich in dem jeweiligen Auswanderungsland mit euren Renten aus Deutschland steuerlich verhält, das wird natürlich Schwerpunkt der folgenden Videos sein. Dort werde ich dann explizit für das entsprechende Land darauf eingehen, ob und wo und wie hoch eure Rente aus Deutschland versteuert wird. Wenn euch das interessiert, abonniert unbedingt meinen Kanal und drückt auch auf die Glocke, damit ihr mitbekommt, wann diese Videos online gehen. Die beschränkte Steuerpflicht bedeutet den vollständigen Verzicht auf die meisten Steuervergünstigungen in Deutschland. Das führt natürlich zu erheblichen Nachteilen für euch.
Aber unter bestimmten Bedingungen könnt ihr auf Antrag auch weiterhin in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden. Mit diesem Trick kommt ihr dann wieder in den Genuss der deutschen Steuervergünstigungen. Was sind die Bedingungen, damit ihr diesen Antrag stellen könnt? Nun, ihr müsst entweder 90% eures Einkommens aus Deutschland beziehen, dazu zählen natürlich auch eure Renten aus Deutschland, oder die Einkünfte, die nicht in Deutschland versteuert werden, müssen unter dem Grundfreibetrag liegen. Dieser beträgt in 2022 9.984 Euro für Ledige und 19.968 Euro für Verheiratete. Die ausländischen Einkünfte werden dann aber so besteuert, als wären diese in Deutschland bezogen. Außerdem gibt es keinen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und keine Freibeträge für Kinder. Übrigens, für Rentenempfänger im Ausland ist zentral das Finanzamt Neubrandenburg zuständig. Auf der Homepage dieses Finanzamts findet ihr viele weitere Informationen und alle wichtigen Formulare. Den Link stelle ich euch unten in die Videobeschreibung. Welche Rolle spielen denn nun die Doppelbesteuerungsabkommen? Gerade bei einem Wegzug ins Ausland kann die Situation entstehen, dass die Steuergesetze im Ausland dem ausländischen Staat das Recht für die Besteuerung eurer Einkünfte gibt. Wenn Deutschland nun aber auch Steuern auf die gleichen Einkünfte haben möchte, dann würdet ihr eure Einkünfte ja doppelt besteuern. Um solch eine Doppelbesteuerung zu vermeiden oder abzumildern, dafür gibt es bilaterale Abkommen, die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen. Lasst mich ein Beispiel machen. Ihr seid ins Ausland ausgewandert, habt euch dort ein schickes Eigenheim gekauft, in dem ihr nun lebt. In Deutschland habt ihr ebenfalls noch ein Haus, in dem wohnt grundsätzlich eure Tochter. Für die Einlegerwohnung habt ihr jedoch einen Schlüssel und die steht euch jederzeit zur Verfügung, wenn ihr mal in Deutschland seid. In dieser Konstellation hättet ihr grundsätzlich einen Wohnsitz im Ausland und einen Wohnsitz in Deutschland. Mit der Konsequenz, ihr wärt in beiden Ländern unbeschränkt steuerpflichtig. Um nun zu vermeiden, dass ihr in beiden Ländern Steuern zahlen müsst, ist in den Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, welchem Land das Besteuerungsrecht an welchen Einkünften zusteht. Bitte beachtet, das kann je nach Einkunftsart und je nach Land völlig unterschiedlich sein. Ich mache das hier mal einfach. Gehen wir davon aus, ihr habt nur Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Sonst nichts. Und alle weiteren Kriterien, die zu prüfen sind, führen dazu, dass euer Wohnsitzstaat das Ausland ist. Seid ihr beispielsweise nach Italien, Österreich, Polen oder Kroatien ausgewandert, dann hat Deutschland das alleinige Besteuerungsrecht an eurer gesetzlichen Rente. Seid ihr beispielsweise nach Amerika, Frankreich, Griechenland oder Tschechien ausgewandert, dann hat euer neuer Wohnsitzstaat das alleinige Besteuerungsrecht an eurer Rente und ihr müsst in Deutschland keine Steuererklärung mehr abgeben. Was allerdings für eure Rente gilt, muss nicht auch für andere Einkunftsarten gelten. Habt ihr beispielsweise noch Vermietungseinkünfte, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber wie bereits erwähnt, folgen in den nächsten Wochen Videos, in denen ich explizit auf die Details zu diesem einen ausgewählten Land eingehe. Genau das gleiche Beispiel. Ihr seid ins Ausland ausgewandert, habt dort ein schickes Eigenheim gekauft, in dem ihr nun euren wohlverdienten Lebensabend verbringt. In Deutschland habt ihr nun keinen Wohnsitz mehr. Ihr habt euer Haus oder eure Wohnung in Deutschland verkauft und euch von dem Erlös euren Altersruhesitz im Ausland finanziert. In Deutschland habt ihr euch auch bei der Meldebehörde abgemeldet. Außer dass ihr eure Kinder und Enkelkinder ab und an in Deutschland besucht, haltet ihr euch auch nicht mehr in Deutschland auf. Hier ist es wichtig, dass ihr euch in Summe nicht mehr als 183 Tage in Deutschland aufhalten dürft. Das gilt auch für die Besuche und andere kurzfristige Aufenthalte. Unter den gerade erläuterten Kriterien seid ihr dann in Deutschland nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig, sondern nur noch beschränkt steuerpflichtig. Mit der Konsequenz, ihr müsst nicht mehr eure gesamten Einkünfte in Deutschland versteuern, sondern in dem Land, in dem ihr nun lebt. Aber Vorsicht, selbst dann möchte der deutsche Fiskus euch noch nicht aus seinen Fängen lassen. Wie eingangs erwähnt, hätte er dann immer noch gerne Steuern auf eure Renten.
Aber diese Details und ob es vielleicht Schlupflöcher für euch gibt, die erkläre ich euch länderbezogen für jedes einzelne Land. In diesem Video sollte es zunächst um die Grundlagen gehen. Nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ihr euren Lebensabend im Ausland verbringen möchtet, seid ihr in Deutschland trotzdem noch unbeschränkt steuerpflichtig, wenn ihr noch einen Wohnsitz oder euren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland habt. Wenn ihr in Deutschland zwar noch einen Wohnsitz, aber keinen gewöhnlichen Aufenthalt mehr habt, regeln die Doppelbesteuerungsabkommen, welches Land für welche Einkünfte das Besteuerungsrecht hat. Habt ihr in Deutschland weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt, dann seid ihr in Deutschland grundsätzlich nur noch beschränkt steuerpflichtig. Das bedeutet nur noch mit euren Einkünften, die ihr in Deutschland bezieht. Auch hier regeln dann die Doppelbesteuerungsabkommen, welches Land das Besteuerungsrecht auf welche Einkünfte hat. Nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig zu sein, bedeutet auch den Verzicht auf steuerliche Vergünstigungen. Wenn dies nachteilig für euch sein sollte, könnt ihr unter bestimmten Bedingungen einen Antrag stellen, dass ihr trotzdem wie ein unbeschränkt Steuerpflichtiger in Deutschland behandelt werden möchtet. Alle meine Steuertipps findet ihr auch in meinen Büchern. Wo ihr die Bücher kaufen könnt, das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.